Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Formel 1 2013. Diesmal fangen wir hier bei einem schönen Ladebildschirm an, weil ich die Bilder so schön finde. Habe ich gedacht, da schneid mal das mal mit rein. So, wir sind hier im Qualifying und zwar in Malaysia. Huch, ist das laut auf dem Ohr. Eieiei, wir steigen ins Auto ein. Ich habe jetzt in der letzten Zeit wenig Zeit gefunden, um Formel 1 2013 aufzunehmen. Das tut mir echt leid. Ich habe momentan wirklich nur noch einen Wochentag, an dem ich Aufnahmen... Ja, ist ja gut. Ich habe nur noch einen Wochentag, an dem ich Formel 1 überhaupt aufnehmen kann. Wir fahren schon mal direkt raus, würde ich sagen. Und das ist nämlich von Samstag auf Sonntag der einzige Abend, an dem ich momentan Aufnahmen machen kann. Ist das laut hier? Das gibt's ja gar nicht. Was ist denn mal mit Elektroautos? Ja, und deshalb bin ich immer sehr, sehr eingespannt, was eben das Aufnehmen betrifft. So. Ja, pass ich auf. So, jetzt machen wir hier mal eine Einführungsrunde und dann gucken wir, wie wir uns hier schlagen werden. Ich weiß gar nicht, was eine gute Zeit in Malaysia ist. Ich glaube, so eine 1,39 oder 1,38 müsste eine gute Zeit sein. Nee, also wie ich gerade eben schon mal erwähnen wollte, habe ich in der Woche nur noch von Samstag auf Sonntag Zeit, quasi meine ganzen Let's Play-Aufnahmen zu machen. Die anderen Abenden bin ich alle eingespannt und muss ja auch arbeiten gehen. Das heißt, ich kann ja mir die Nächte nicht um die Ohren hauen. Ich muss ja früh aufstehen. Deshalb kommt in letzter Zeit so wenig, da entschuldige ich mich dafür, das tut mir ja in der Seele weh. Tut mir leid, wenn ihr immer so auf die Formel 1 und auf Minecraft warten müsst. Ich versuche so gut wie es geht hinzukriegen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir da, wenn dann ab und an dann mal mehrere Tage nichts kommt. Aber ich versuche es hinzukriegen. Es kommen auch wieder bessere Zeiten, ich verspreche es euch. Es kommen auch wieder, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Naja. So, jetzt fahren wir hier erstmal unsere Runden. In unserem schönen Lotus. So, die Kurve hier ist ziemlich tricky, weil da ist der Anbremspunkt quasi schon in der Kurve. Da rutschen wir hinten schon rum. Ist das rutschig hier. So. Jetzt kommt sie gleich, unsere erste gezeitete Runde hier in Malaysia. Ich hoffe, es fängt nicht an zu regnen oder so. Das wäre extrem scheiße. So. Und jetzt. Curse verballern, DRS aktiviert und ab geht die Luzi. Konzentration. Ab dem 100er Schild wird gebremst, scharf rechts abgebogen. Die langgezogene Rechtskurve, da sind wir ziemlich weit außen gekommen. Aber kriegen die Kurve noch einigermaßen gut. Das hat aber Zeit gekostet. Auch hier beim Rausbeschleunigen zu hart auf dem Gas gewesen. Da steht das Fahrzeug quer und dann machst du nichts mehr. So. Hier spielt auf die Bremse, 100er Schild dürfte genügen. Und das war auf den Curbs gewesen beim Anbremsen. Da verzögert sich bekanntlich schlecht. Sind aber trotzdem noch gut rumgekommen. Eine 25er Zeit im ersten Sektor. Naja, keine Ahnung, ob das was ist. Hier, mach mal Platz. Dankeschön. Ich muss vorbei. Ich habe Business. So, die Doppelrechtskurve. Da können wir in der Mitte ungefähr wieder Gas geben. Auch hier ab dem 100er Schild ungefähr. Und dann sauber rausbeschleunigen. Komm schon, gib Gas. Die Kurve ist auch nicht ganz einfach. Da mache ich lieber nur einen kleinen Gaslupfer, als zu arg zu bremsen, weil sonst rutscht das Fahrzeug über die Vorderachse und dann geht es geradeaus. So, hier eigentlich fast dasselbe, aber da müssen wir kurz anbremsen. So. Da war kurz ein Bildhänger drin. Ich hoffe, das sieht man nicht. Irgendwie hat mein Rechner immer Probleme mit Formel 1. Das war auch schon in Formel 1 2012. So, mal gucken, was das für eine Zeit wird. 1,39,5 haben wir gefahren. Ja, könnte eigentlich langen für Q2. Also, dass wir in Q2 kommen. Huch, was mache ich denn da? Ja, nee, ich habe manchmal irgendwie so Bildhänger drinne. Ich weiß nicht. Reifen sind ziemlich verdrängt. Rechne mit geringem Grip, bis sie wieder sauber sind. Ja, ihr müsstet in der Zeit dann höchstwahrscheinlich einen ganz kurzen Blackscreen haben. Ich weiß nicht, was das immer ist. Habe ich ständig. Bei Formel 1 2012 hatte ich das auch schon. Wir fahren mal hier ein bisschen im Gemüsebeet rum. So, Platz machen.
Da kommt noch einer angeflogen von hinten. Wir machen mal die lange Linie, dass er innen vorbei kann. Ja, ich weiß nicht, was das immer ist. Da freest das Bild kurz und ihr seht höchstwahrscheinlich immer einen Blackscreen. Keine Ahnung, woher der das hat auf einmal. Der Rechner, dass der da so Mucken macht. Bei Minecraft könnte ich mir noch, würde ich das ja noch verstehen, aber hier, also, naja. So, aber ich glaube, die 1,29er Zeit dürfte erstmal okay sein. 1,29,5, 7, irgendwas. Ach, oben steht es ja, 5,70. Muss mal gucken, was der Raiken da macht. Schauen wir mal ein bisschen hinterher. Wie so seine Linie ist und so. Ja, da ist er ein bisschen später drinne. Wir sind zu früh drin und werden dann am Kurvenausgang zu weit nach außen getragen. So. Uiuiui. Ja, ja, das ist nicht einfach hier anzubremsen. Vor allem nicht, wenn einer vor dir fährt. So. Ja, jetzt macht er auch langsam. Dann machen wir eben einfach alle langsam und fahren nur noch Schritttempo. Ist auch besser für die Umwelt. So, wo ist denn die Boxeneinfahrt hier? Die muss doch jetzt hier geradeaus. Da ist er ja. Perfekt getroffen. Jetzt fahren wir hier rum. Eine sehr heikle Boxeneinfahrt. Da ist die Mauer auch nicht weit weg da vorne, oben rechts. Und wir fahren mit leicht beschmutzten Reifen jetzt in die Boxe rein. Gucken, was die Zeit wert ist. Und vielleicht sind wir dann schon in Q2. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen. Wir müssen ja nur 16er werden in Q1. So. Bitte schieben Sie das Fahrzeug rein. Leichte Clipping-Fehler hier am Reifen, macht uns aber nichts. So. Wir haben ein paar kleine Änderungen am Wagen vorgenommen. Du solltest jetzt stabiler in den Kurven liegen. Ja, da merke ich aber nichts von. So, wir sind noch auf Platz 2. Der Alonso hat eine 1,39,475 gefahren. Ja, das ist ja ein Wimpernschlag schneller. Mal gucken. So, wo sind wir denn? Wir müssen ja hier, der Vettel ist so weit unten. Wir bleiben noch. Wir sind jetzt noch ziemlich weit oben. Wenn haben wir da hinten? Wer fliegt jetzt raus? Der Paris fliegt raus. Der Raikkonen, was hier los? Ach nee, da unten, der Paris ist noch drin, ne? Ja gut, da haben wir es wohl geschafft. Jawohl. Gute Arbeit, du bist für die nächste Session qualifiziert. Der Hülkenberg ist raus und der Jensen Button ist auch raus. Hallo Freunde, was macht ihr denn da? Naja, komm, euch brauche ich nicht zum Gewinnen. Wir steigen wiedermals ins Fahrzeug ein und sind in Q2. Mal gucken, was wir hier jetzt machen können. Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass es noch anfängt zu regnen. Da oben der Himmel sieht ziemlich grau aus hier über Malaysia. So, raus auf die Strecke würde ich sagen. Fliegen wir runter oder rausfahren? Alles rausfahren. So. Wenn. Da läuft der Trabant. Und rechts abbiegen, bitte. Schade, dass man hier nicht selbst fahren darf, dass das alles animiert ist. Finde ich ein bisschen schade. So. Achte auf die weiße Linie. Riskier keine Strafe. Natürlich. Ich achte und beachte. So. Müssen wir wieder die Reifen schön warm fahren. Und es sieht sehr regnerisch aus, muss ich sagen. Obwohl der Computer angezeigt hat, 0% Regenwahrscheinlichkeit. Na, da bin ich ja mal gespannt. Fahren wir mal alles schön warm. Alles auf Betriebstemperatur bringen. Man hört es, die Reifen quietschen noch beim Rausbeschleunigen. Und ja, ich bin ja gespannt. Nächstes Jahr, das habe ich bestimmt schon öfters mal erwähnt jetzt schon. Nächstes Jahr gibt es ja neue Motoren in der Formel 1. Da kommen ja endlich mal wieder diese Turbomotoren. Dann hat man wieder dieses schöne Zisch- und Bummgeräusch. Oder dieses Turbopfeifen. Ich probiere gerade die Reifen ein bisschen auf Temperatur zu bringen. Nicht, dass ihr euch wundert. Reifen und Bremsen. Deshalb mache ich hier mal so ein paar Bremsaktionen. Sieht aber gut aus eigentlich. Hua! Ja, nee, die Turbomotoren kommen nächstes Jahr wieder. Das heißt, wir haben eine neue Soundkulisse in der Formel 1. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich bin auch gespannt drauf, wie die Motoren denn halten werden. Ich meine, diese normalen normalen Saugmotoren, mit denen die Formel 1 ja momentan fährt, die sind ja mittlerweile schon so ausgereift, weil es die ja schon so lange gibt,
dass da ja kaum noch ein Motorplatzer ist. Die werden auch nicht mehr so arg hochgezüchtet, wie es früher auch einmal war. Denn im Reglement steht ja, im Reglement steht ja, ein Motor muss mindestens 2 Rennwochenende halten. Ansonsten kriegst du eine Strafe. Deshalb gehen die da auch ein bisschen auf Nummer sicher. Aber Turbomotoren, die mit relativ geringem Hubraum sehr viel PS rausholen, die sind natürlich sehr hochgezüchtet und dadurch auch viel anfälliger für irgendwelche Problemchen. Und da bin ich mal gespannt, was dann nächstes Jahr so alles dabei rauskommen wird. So, jetzt zählt's wieder. So, die Kurve gut getroffen. Kurzer Gas, Stoß und dann hier sauber raus beschleunigen. Ja, das lief doch ganz gut. Anbremsen, rechts abbiegen. Am Scheitelpunkt langsam Gas geben, dass man nicht zu übermütig hier rausfährt, sonst bricht das Heck aus. Da habe ich falsch eingelenkt. Sorry. Da kommen wir in den Dreck. Das ist nie gut für die Reifen. Geht doppelt rechts hier. Können wir früher ans Gas gehen. Ja, sieht ganz gut aus bis jetzt. Könnte eine 1,39 irgendwas werden. Aber jetzt werden wir hier vom Vettel ein bisschen aufgehalten. Haben uns aber gut vorbeigequetscht. Aber der hätte auch mal ein bisschen warten können, der Penner. Der ist ja auf keiner schnellen Runde. Normalerweise kriegen so Leute ja über die Boxe dann angesagt, Achtung, hinten kommt ein schneller Mann. Mach ein bisschen Platz, warte in der Kurve, kurz vor der Kurve ein bisschen. Verbremst. Und nochmal raus beschleunigen, das ist ja, war nicht so gut, das hat sehr viel Zeit gekostet höchstwahrscheinlich. Ich bin gespannt, was für eine Zeit das wird, also Thiel hat eine 1,41 gefahren, naja, komm, das fahre ich ja mit meinem Dreirad. So, spät auf der Bremse, in Kurvenvorderes Rad bleibt, Kurveninneres Rad bleibt stehen, das wird keine 1,39, wir hängen 1,40. Ja, das ist nicht so toll. So, müssen noch eine Runde dranhängen. Raikkonen 1,9. Er hat gerade die schnellste Runde hingelegt und steht auf Paul. Ja, der alte Streber, 1,39,381 hat er gefahren. Ja, da müssen wir jetzt Gas geben, Freunde. So, da haben wir aber schon einen ganz kleinen Vorsprung rausgefahren. Huch, da fließt nochmal kurz das Bild. Mann, ist das scheiße. Aber in den Kurven, solange es nicht in den Kurven passiert, ist es okay. So, wo ist unser Vorsprung? Wir wollen gucken, was macht unser Vorsprung. Wo ist der neue nächste Messzeitpunkt? Ich weiß es nicht. Sehen wir schon in Sektor 3? Da ist er. Fast eine Sekunde schneller als unsere letzte Runde und über eine halbe Sekunde schneller als der Hamilton. Oder? Ja, als der Hamilton. Natürlich, der Hamilton ist ja Erster. Das müssen wir jetzt ins Ziel retten, die halbe Sekunde. Zu früh auf dem Gas gewesen. Hat das schon eine halbe Sekunde gekostet? Ich weiß es nicht, wir werden es gleich sehen. Das wird spannend. Gleich nach der Werbung, die Zieleinfahrt. Soweit kommt es noch. Das war kurz vor der Zieleinfahrt. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ich habe einen Regentropfen gesehen. Was ist denn da los? Was fahren wir? Eine 1. Oh, das ist eine 1,39. Eine 1,40. Boah. Wollen wir da rausbeschleunigen? So viel Zeit verloren. Scheiß die Wand an. Scheiße. Jetzt wird es ja schon ganz schön rutschig hier. Jetzt muss ich kurz ruhig sein. Eine halbe Sekunde Vorsprung. Jetzt haben wir im dritten Sektor haben wir so viel Zeit verloren. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Scheiße. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Und wir sind erst auf Platz 7. Hoffentlich fliegen wir jetzt nicht noch aus den Top 10 raus. Vielleicht können wir uns noch irgendwie in Q3 retten. Aber wenn es jetzt anfängt zu regnen und wir diese Runde vermasseln, dann wird das natürlich nichts mehr. Weil im Regen lässt sich eben nicht so schnell fahren wie im trockenen Wetter. Und da haben wir schon Zeit eingebüßt.
Wir müssen uns nur ein bisschen verbessern, dass wir in den Top 10 bleiben. Das wird mir erstmal schon langen. Dann können wir uns in die in eine Q3 retten. Scheiß die Wand an. Konzentration. Korton aus. Verbremst. Scheiße. Und es regnet immer mehr. Man sieht die Regentropfen auf dem Bildschirm. Und die... Mist, der Sprit ist auch noch leer. Die Vorderräder blockieren. Halt die Fresse, ich kann dich jetzt nicht gebrauchen. Scheiße. Na, eins. Was haben wir gefahren? 39. Boah. 39.048 haben wir gefahren. Das in letzter Sekunde noch. Denn ich denke mal, ja, dass der Regen jetzt immer stärker wird. Boah, da haben wir uns doch auf Platz 3 jetzt erstmal gerettet. Also ich würde mal behaupten, dass wir jetzt die Top 10... Oh, jetzt fahren die schon nur 1.38.9. Also ich würde mal behaupten, dass die Top 10 müssten wir eigentlich sicher haben. Obwohl wir jetzt schon wieder 2 Sekunden... Achso, jetzt sind wir... Ja, nee, klar, das ist ja die jetzige Runde. So, ich habe eben schon gedacht, wir sind insgesamt 2 Sekunden langsamer als der Vettel. Ne, wir fahren jetzt in die Boxe, hoffen, dass das natürlich langt mit den Top 10, was es aber eigentlich müsste. Ich denke mal nicht, dass die da jetzt so viel schneller fahren. Ist ja knapp an einer 1.38er Zeit vorbeigeschlittert. Und dann hoffen wir, dass der Regen aufhört. Ich habe nämlich keinen Bock, in der nächsten Q3 im Regen fahren zu müssen. So. So ein Start. Der Wetterbericht sagt leichten Regen in etwa 5 Minuten voraus. Und diesen Bug haben die immer noch nicht behoben. Der gibt's schon seit Formel 1 2011 gibt's den Bug schon. Dass es auf der Strecke schon lange regnet. Und dass die, Wir haben keinen Sprit mehr. Ja, ich fahr ja schon rein. Auf der Strecke. Das, es regnet auf der Strecke schon ewig lang. Die Gischt steigt schon an den Reifen hoch. Es rutscht ohne Ende. Und dann erst nach 3-4 Runden später sagt dann die Box, dass es leicht regnet. Das ist ein Bug, den die noch schon ewig mit sich rumschleppen. Ich frage mich, warum das nicht gefixt wird. So, dann schiebt mich mal rein, Jungs. Macht mal was für euer Geld. Vielen Dank. So. Also, Q3 müssten wir geschafft haben. Die Zeit läuft runter. Wir gucken mal, wir spulen mal ein bisschen. Na, jetzt da. So. Spulen noch 5 Minuten. Wir sind auf Platz 3. Ja, das sieht gut aus. Da sind wir in Q3, sind wir drinne. Das ist doch super. So. Bin jetzt gespannt, was der Wetterbericht sagt. Hier auf dem Bildschirm regnet es, ihr seht es im Hintergrund. Wer ist denn draußen? Adrian Sutil ist draußen. Naja, Pastor Maldonado ist auch raus. Ja, gut. Ist alles luschen. Oh, das hört sich nach Regen an. Aber wenn man jetzt hier aus der Boxe rausguckt, ist kein Regen, aber da ist eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% angezeigt auf dem Monitor. Das heißt, jetzt müssen wir die Reifen wechseln. Oder machen die das automatisch? Mit was Pferden fahren die denn raus? Das sieht nach trocken aus. Die fahren mit trockenen Reifen raus, dann fahren wir auch mal mit trockenen Reifen raus. Das ist ein bisschen zu wenig Rückmeldung. Was mit trockenen Reifen? So ein Schmarrn. Guck mal, wie es hier abgeht. Da kriegt man ein bisschen zu wenig Rückmeldung jetzt, finde ich, in der Boxe. Ich weiß gar nicht, regnet es oder regnet es nicht. Ist die Strecke jetzt nass genug für Slicks, für wie heißen die, Intermediates, oder ist sie schon zu nass? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Vielleicht ist hier eine trockene Ideallinie oder sowas. So. Spät auf der Bremse und es verzögert sich relativ schlecht, gerade neben der Ideallinie. Das kann man vergessen, das spulen wir nochmal zurück. Wir probieren es noch einmal von vorne. So. Bisschen früher auf die Bremse. Aber trotzdem sehr rutschig. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Mit den Slicks hier. Aber die fahren doch auch alle mit Slicks.
Kannst du mir nicht erzählen, dass die Slicks jetzt viel schneller sind? Anbremsen. Ja, die fahren mir davon da mit den Slicks. Scheiße. Wieso muss es jetzt auch anfangen zu regnen? Ist doch kacke. Ja, nee, das wird nix. Oh, mit den Slicks wird das nix. Da sind wir rum. So. Ich muss mich gerade so konzentrieren. Tut mir leid, wenn ich gerade so leise bin. Uiuiui. Naja, leise bin ich ja gar nicht, aber ich stöhne nur. Da kommen keine sinnvollen Wortlaute aus meinem Mund. Ach, Mann, ist das rutschig. Ihr müsstet mich mal jetzt rudern sehen, hier vorm Bildschirm. Rudern ist aber auch, ist eigentlich auch der bessere Ausdruck hierfür. Vielleicht sollten wir hier auch mit dem Boot entlangfahren und nicht mit dem Fahrzeug. So, da kommen wir aber nicht weit mit der Zeit jetzt, würde ich sagen. Na, Alonso 1, eieiei, da sind wir 3 Sekunden hinten dran, 4 Sekunden hinten dran. Boah, alter Schwede. Ja, das können wir wohl vergessen hier mit den Sommerreifen, hätte ich es beinahe gesagt. Mit den Slicks können wir es fast vergessen. Wir brauchen Allwetterreifen. Das sind unsere Dinger. Ach Gott, ist das rutschig. Ja, komm. Garage, da ist Garage. Da bist du sicher? Natürlich bin ich sicher. Wir holen uns mal die Intermediates. Habe ich mich überlegt. Du hast Plätze verloren. Dahin. So, Intermediates. Da haben wir welche. Also da angefahren. Die müssten eigentlich ganz gut sein. Zack. Raus mit euch. Ui, ja, es wird ja immer mehr. Kann man schon fast mit Regenreifen fahren. Boah, das Qualifying ist was rum. So eine Scheiße. Wir sind auf Platz 10. Lang gerade mal noch für 2 Runden. Mal gucken, was wir jetzt mit den Intermediates hier reisen können. Wo ist die Zeit hin eben? Das war gerade mal eine Runde. Qualifying rum. Jetzt kommt's drauf an, Freunde. Jetzt müssen wir uns konzentrieren. Ach du Scheiße. Langsam raus beschleunigen. Es ist sehr rutschig. Man sieht's, die Straße glänzt schon, die spiegelt schon alles. Jetzt wird die Kamera auch noch nass. Also, der Regen ist da, Freunde. Und wir haben aber Zeit gut gemacht. Wir haben Zeit gut gemacht. Bloß retten wir den Vorsprung auch ins Ziel. Da traue ich mich nicht richtig auf dem Gas zu bleiben. Das Problem. Das Problem an der ganzen Geschichte ist halt auch, man fühlt natürlich hier auch nicht richtig das Fahrzeug. Man merkt es nur über das Lenkrad, über dieses Force-Feedback, was mir das Lenkrad gibt, über das Vibrieren, über das Gegenlenken. Wir haben Zeit verloren. Wir sind jetzt nur noch 200stel hinten dran. Vorne dran, meine ich, sorry. Aber wenn du, ich weiß nicht, wer von euch irgendwie mal Kart gefahren ist oder mal vielleicht ist ja der ein oder andere richtige Rennfahrer hier unter den Zuschauern. Aber der kann mit Sicherheit bestätigen, dass der Poppes, der Popo, der Podex, auf dem wir die allen 4 Buchstaben, ist ein ganz, ganz wichtiger Sensor. Dafür, wie sich das Fahrzeug verhält, wie du gegenlenken musst. Beim Kart kann man sogar ein Stück weit mit dem Popo lenken, wenn es glatt ist zum Beispiel. Da kannst du das Kart in bestimmte Richtungen drücken. Und was ist das für eine Zeit? Scheiße! Wieso verlieren wir denn so viel Zeit? Das ist jetzt die letzte Runde hier. Da kommt es jetzt drauf an. Mann, 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 ist das jetzt ein Krimi. Ja, und diese... 30 Sekunden in dieser Session. Und dieses Popo-Gefühl, das fehlt hier natürlich, weil um mich rum bewegt sich nichts. Ich habe kein Fahrzeug unter mir, nur mein Bürostuhl. Und gerade im Regen ist das sehr wichtig. Also hier machen wir immens viel Zeit gut. Hier über 2 Sekunden machen wir hier gut. In Sektor 2 verlieren wir dann schon ein bisschen. Und in Sektor 3 verlieren wir den ganzen Rest.
Vielleicht bin ich auch zu übervorsichtig. Oh, das hat auch Zeit gekostet. Das hat viel Zeit gekostet. Gefriestes Bild. So, das ist definitiv jetzt die letzte Runde hier, die wir fahren. Zeit ist abgelaufen. Wir haben noch eine Sekunde Vorsprung. Eine Sekunde Vorsprung, meine Damen und Herren. Mal gucken, ob wir die ins Ziel kriegen. Ich muss husten. Vor lauter Aufregung und Freude. So, jetzt hier nicht verbremsen. Hier müssen wir jetzt sauber rumkommen. Stehendes Vorderrad. Weit rausgekommen. Oh je, Mini, auf den Köpfen beschleunigt, rausgedreht. Und Rückspulfunktion. Ihr habt nichts gesehen, würde ich sagen. Fahren wir mal ab hier. So. Sauber anbremsen. Bla bla bla. Ihr habt nichts gesehen. Rausbeschleunigen. Schön sauber rausbeschleunigen. Ich hoffe, die Sekunde ist noch auf unserer Seite. Ich weiß es nicht. Das hat immens viel Zeit gekostet eben. Aber solange es nur eine halbe Sekunde gekostet hat, ist es okay. Solange die andere Hälfte der Sekunde noch ein Minus davor hat. So, starten Ziel. 42, 43. Nein, wir haben Zeit verloren. 44, 45. Wir sind. Du gehst morgen von Platz 8 in. Ach, da. Das so eine Scheiße. Berechnungen. Pech. Ja, Pech, sagt er. Ja, kann wohl passieren. Wir waren nicht richtig da. Es hat geregnet. Naja, dann haben wir morgen wohl einiges zu tun. Wir müssen irgendwie vom Platz 8 jetzt nach vorne fahren. Tja, da kommen wir sehr enttäuscht rein. Schütteln den Kopf, tut mir leid, mein Fehler. Ich habe irgendwie, verliere ich die Zeit im Sektor 3 scheinbar. Weil in Sektor 1 ist noch alles gut, in Sektor 2 geht noch und in Sektor 3 geht gar nichts mehr. Bis morgen.